mich, dass ihr wieder dabei seid oder das erste Mal dabei seid. Obwohl ich dieses Jahr leider nicht mehr beim P-Seminar dabei sein kann, hat das neue P-Seminar ganz viele coole neue Sachen für euch ausgetüftelt, um den ganzen Triathlon hier zu organisieren. Und deswegen will ich euch jetzt ganz kurz zeigen, was sich geändert hat und was für euch besser gemacht wurde. Also ganz kurz zum Anfang. Dieses Jahr gibt es hier einen Bereich für die Zuschauer, wo die eben in das Westbad reinkommen, um da ihren Athleten und Athletinnen zuzuschauen. Und einen anderen Eingang nur für die Athleten und Athletinnen, die dieses Jahr dabei sind. Nachdem im Westbad Top-Zeiten geschwommen worden sind, geht aus dem Eingang, den ich euch gerade gezeigt habe, wieder raus und weiter in die Wechselzone. Und die ist dieses Jahr der komplette Parkplatz. Okay, auch wenn man es jetzt vielleicht noch nicht erkennt, wird hier die Wechselzone sein. Ihr werdet dann da hinten vom Schwimmen reinkommen und hier geht es dann auf die Fahrradstrecke. Keine Angst, hier wird noch eine Rampe gebaut. Auch so machen würde, damit man eben links überholen kann. Wir befinden uns jetzt hier gerade an der Station Fuchsloch und hier ist die Wendung in die andere Richtung, also wieder zurück zum Westbad. Hier müsst ihr immer noch aufpassen, da der Boden immer noch Schotter ist und deswegen bei dieser scharfen Kurve am besten ein bisschen langsamer fahren, um Unfälle so gut es geht zu vermeiden. Und Toni zeigt uns jetzt, wie man sicher um die Kurve kommt. Mit Bravour absolviert wurde, kommt dann hier in den Zielbereich und lauft
möglichst in einer guten Zeit am besten durch den Zielbogen, der genau dort aufgestellt sein wird. Ich freue mich auf euch, eure Leni, wir sehen uns im Ziel.